Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Meppen gegen Uerdingen. Im Stadion waren 6.291 Zuschauer. Haben ein Wahnsinnsspiel gesehen mit dem Endergebnis am Ende 3:2. Ich begrüße unsere Gäste aus Uerdingen ganz besonders herzlich. Herr Reisinger, Christian zu meiner Rechten. Herr Reisinger, Sie haben das erste Wort. Ja, hallo erstmal. Man muss das erste nochmal kurz sacken lassen, das Spiel. Das war wirklich unfassbar, was wir heute, sage ich mal, erlebt haben. Nicht nur dann auch leider für uns mit dem schlechteren Ergebnis am Ende. Ich denke, bei den ganzen Querelen jetzt unter der Woche habe ich versucht, die Mannschaft dementsprechend gut vorzubereiten. Mit Fokus auf Meppen. Wir haben sind schwierig ins Spiel reingekommen, denke ich, hat man gemerkt, aufgrund auch der ganzen personellen Veränderungen, die nötig gewesen waren. Haben auch in der ersten Halbzeit nie so richtig ins Spiel reingefunden. Hatten wir auch Glück natürlich, vor allem gleich am Anfang, wo wir da mit Pfosten auch Glück hatten, dass wir nicht im Rückstand geraten sind. Was eigentlich Dinge waren, die wir eigentlich klar angesprochen hatten. Bin dann auch in der Halbzeit dementsprechend die Jungs auch gepackt, dass hier vom Auftreten her, so wie wir uns jetzt in der ersten Halbzeit präsentiert haben, wir hier sicher keine Punkte mitnehmen werden. Hat mir dann richtig gut gefallen, wie wir rausgekommen sind. Aus der Halbzeit sind wir dann auch in Führung gegangen, da waren wir auch viel besser dann auch im Spiel, haben wir Aktionen nach vorne gehabt, haben wir vor allem auch vorne die Bälle festgemacht, nicht so leicht verloren. Das war auch Wahnsinn in der ersten Halbzeit. Dann hat man natürlich 2-0 Führung und dann musste ich verletzungsbedingt noch ein, zwei Mal wechseln. Eigner war verletzt, Dennis Daube war verletzt. Und dann hat das natürlich Meppen auch permanent den Druck hochgehalten, haben es immer gut geschafft, immer wieder gefährlich in 16 auch reinzukommen, auch mit vielen langen Bällen auf Proschwitz, was ich natürlich auch angesprochen hatte, ist auch natürlich auch sehr schwierig immer zum Verteidigen, weil er sehr kopfballstark ist. Und dann passiert es auch mal, dass natürlich die Bälle dann auch mal durchrutschen in der momentanen Verfassung oder in der momentanen Situation, wenn man nicht unbedingt einen Lauf hat. Und wir haben es einfach durch den Druck auch nicht geschafft, dann, dass wir für Entlastung sorgen, haben auch da in dieser Phase zu leicht die Bälle verloren und dann gibt es eine dem anderen und am Ende stehst du dann auch noch mit 0 Punkten hier da und musst leider als Verlierer hier den Platz verlassen. Danke. Vielen Dank. Christian, bitte. Ja, auch von meiner Seite. Guten Tag zusammen. Ja, sehr emotionales Spiel über 95, 97 Minuten. Wir haben sehr gut angefangen und ich glaube, wenn du direkt in der ersten Minute 1-0 in Führung gehst, Dann laufen diese Spiele grundsätzlich anders. Ja, wir haben, glaube ich, so viele Möglichkeiten heute uns gut rausgespielt, aber auch nicht gut abgeschlossen, denn ich glaube, aus dieser Vielzahl der Möglichkeiten musst du einfach klar führen und das Spiel auch klar in der Hand haben. Und wenn ich dann sehe, auch in der zweiten Halbzeit, wie wir das erste Gegentor kriegen. Wir haben Ballbesitz, verlieren in der Vorwärtsbewegung den Ball, weil wir uns den Ball im ersten Kontakt zu weit vorlegen, sind dann komplett offen und dann spielt das Uerdingen in der Situation natürlich stark aus. Wir werden ausgekontert zu Hause, kriegen das 1-0 und habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ja, wir haben es weiter probiert, auch zweite Halbzeit viele gute Möglichkeiten gehabt, auch die ein oder andere strittige Szene dabei gewesen, die gegen uns war. Und dann kriegst du das zweite Gegentor, im Grunde genommen in der Entstehung her katastrophal, wie wir es verteidigt haben, weil die beiden Verteidiger breit stehen und der Osabe völlig blank ist. Das habe ich dann in der Sicht auch nicht so verstanden, warum wir das so verteidigt haben und dann ist das Spiel eigentlich gelaufen und du bist tot. Obwohl du bis zu dieser Phase klar die bessere Mannschaft warst. Und ja, dann machst du es 2-1 und dann merkst du auf einmal, wie so ein Ruck durchgeht, wie die Zuschauer, wie das Publikum auf einmal mitgeht. Und beim 2-2, fragen Sie mich nicht warum, war ich mir dann total sicher, dass wir das Ding irgendwie noch drehen für uns. Und ich glaube, so ein Kick haben wir mal gebraucht, weil wir haben so viele Spiele hinten raus verloren.
in der Art und Weise, wie wir sie heute gewonnen haben. Und da muss man der Mannschaft wirklich ein Riesenkompliment machen, eine überragende Moral gezeigt. Und ich glaube, wer heute im Stadion war, da lacht das Fußballherz, wenn man so ein Spiel dann letztendlich sehen kann, auch mit diesem Ausgang dann am Ende. Und man muss sagen, trotz dessen, wir 2-0 zurückgelegen haben und das Spiel eigentlich verloren war zu diesem Zeitpunkt, haben wir nicht aufgesteckt, wir haben das Ding gedreht. Und am Ende muss man auch deutlich sagen, ist das absolut verdient gewesen, wie wir aufgetreten sind hier zu Hause, dass wir das Spiel für uns entschieden haben. Und ich bin froh, dass wir jetzt besser aus dieser Rückrunde rausgekommen sind. Wir haben in den ersten 3 Spielen jetzt 6 Punkte geholt, deutlich mehr wie am Anfang der Saison. Und das zeigt den Trend bei uns, dass es aufwärts geht und dass wir schon eine sehr gute Spielstärke haben. Jetzt müssen wir halt nochmal lernen, halt so Kleinigkeiten abzustellen, die uns dann wirklich das Leben schwer machen. Und vor allen Dingen diese Vielzahl an Chancen, die wir heute liegen lassen haben, für uns zu nutzen. Von daher wünsche ich KFC Uerdingen Reise hier alles Gute für die Zukunft. Wir sind froh, 3 Punkte im Abstiegskampf, unheimlich wichtig. Und ja, ich glaube, jeder Meppener geht heute mit einem Lächeln nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank den beiden Trainern. Gibt es Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich Dankeschön Ihnen allen. Noch ein schönes Wochenende. Das nächste Heimspiel des SV Meppen ist am 16. Februar samstags, 14 Uhr. Gegner dann Cottbus. Vielen Dank.